Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. So, beim letzten Mal sind wir in Welt 1 eingetreten. Dies ist die Weltkarte. Dank der Kraft der großen Sterne reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du soweit bist, Steuermann. Das war Welt 1, das ist Welt 2. Welt 1 haben wir... Welt 1 haben wir Purzelplankengalaxie schon einmal gemacht. Wir holen einfach ganz kurz hier einmal die Sterne. Und würde sagen, wir setzen uns an Stern Nummer 2. Ne? Setzen uns einfach mal an Stern Nummer 2. Dun, dun, dun. Ach, ein geheimer Stern ist hier. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, den zu suchen. Einen Geheimstern suchen wir jetzt nicht. Wir machen weiter. Gib ihm. Bröselbrock-Galaxie. Okay, einen Stern gibt's hier. Den machen wir auch. Here we go. Rollo Dillo auf Kollisionskurs. Yes. Wir werden ja... Ach stimmt, hier gibt's ja das Stein-Item. Das habe ich komplett vergessen. Dann habe ich gar nicht gedacht, dass wir das ja auch kriegen. Naja, okay. Here we go. Dun, 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 dun. So, geht mal alle sterben. Das wäre wunderbar. Du auch. Muss ich euch alle umbringen für das Item? Stimmt, oder? Ja, natürlich. Was auch sonst? Was zur Hölle soll man auch sonst machen, hm? So, also wenn wir schütteln, dann werden wir zu dem Felsen. Alles klar. Und nochmal. Sehr. Ach, die Kometenmünze. Guck mal. Gucke mal. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oha. So. Jetzt aber. Here we go. Nice. Oh. Kegel. Das ist ja cool. Bam. Na, das ist witzig. Und los. Oh, 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 oh. Nein! Was? Nein! Das wollte ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe so viel... Warum sind mein ganzes Leben... Ach ja, die Leben resetten sich ja. Was für ein Scheiß. Wie dumm. Wie soll man denn so Leben farmen und das alles? Das ist so... Nee. Also Kometen müssen wir nämlich mit. Die ist ja wirklich auf dem Silbertablett serviert, oder? Bam. Ja. Nochmal. Und nochmal. Nice. Die möchte ich ganz gerne mal mitnehmen, alle. Oh, ich kann auch springen damit. Okay, das ist gut zu wissen. Oh, ich sehe da hinten schon den Stern aufleuchten. In der Ferne. Seht ihr ihn da hinten? Da. Geh nochmal zurück. Da. Da seht ihr ihn? Da. Kegeln. Kabam. Und springen. Nice. So. Wunderbar. Ach, stimmt. Aber Scheiße, ich wollte eigentlich nur einen normalen Drehsprung machen, aber ich kann es ja sowieso benutzen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen aufpassen jetzt. Münze. Gott des Willen. Ihr fucking Octoroks oder was auch immer. Seid ihr Octoroks? Oder was seid ihr? Ey, keine Ahnung. Octoroks sind doch die aus Zelda, oder nicht? Scheiße. Nein. Rüber. So, nochmal den Stein nehmen. Ich muss bestimmt alle Steine besiegen, oder? Komm hier, euch kann ich auch einmal niedermetzeln. Moment, ich netzel alles nieder. Kabam. Was ist jetzt? Immer noch nicht? Hier vielleicht irgendwas runter? Nee, nur ganz, ganz viele Sternteile.
Bam. Und die Münze kann ich sogar gebrauchen. Oh, die sind schon alle weg. Wie kann ich... Ach, so kann ich... Ach, mit C. Alles klar. Man lädt doch nie aus. Wunderbar. Da ist der Stern, der uns jetzt teleportieren... teleportieren soll. Hier. Wegschießen soll. Bam. Naja. Egal. So, was willst du? Wow, wow. Wenn es knapp wird, schieß mich einfach mit Sternteilen auf. Ich stimme einen Punkt am Boden. Eine Münze wird... Okay, alles klar. Danke. Vielen, vielen Dank. Muss ich wieder alles und jeden besiegen. Wow. Okay, euch kann ich also nicht damit besiegen. Das haben wir gelernt. Nice. Und nochmal. Stopp. Hör auf. Oh Gottes Willen. Komm, Bossfight? La, wir kommen nun mal an. Ich nehme raus, jetzt ist für nur 30 Sternteile, kaufen. Was möchtest du denn haben? Ich möchte maximale Kraft. Zeit zu bezahlen, aber kein Sternteil weniger als vereinbart. Nö, mach du mal. Ja genau, so mein Bauch ist voll, da wollen wir mal. Verwandelung! Nice. Midway. Oder was auch immer, wie man das auch nennen kann. So. Also, Bots-Time. Bestimmt nichts mit diesem Item zu tun, oder? Nein. Alter, wer bist du denn? Du siehst aus wie Ramos aus The League of Legends. Oh, der Arsch ist frei. Dein Arsch ist nicht bedeckt, Mann. Das macht Ramos aber besser. Scheiße. Kann es sein, dass er easy ist? Wenn man nicht gerade so scheiße baut wie ich? Ja. Das war gut, Ricky. Oder so. Digga. Ich möchte ja nicht ungern die maximale Kraft verlieren. Treff den Arsch. Jetzt aber den Arsch treffen. Was? Digga. Treff den Arsch, Mann. Oh Gottes Willen. Geh weg. Nein! Ah, Scheiße! Ich stehe in ihm! Scheiße! Ich brauche das tatsächlich. Oh Gott. Oh Gott, ich brauche tatsächlich Münzen. Halleluja, stelle ich mich gerade an wie ein Bekloppter. Bam. War es jetzt? Alter, nochmal. Mann, ich lerne aber auch einfach nicht daraus. Ich mache immer wieder dieselben Fehler. Komm schon. Das kann doch nicht angehen. Jetzt aber. Bam. Das war's aber jetzt, oder? Mann, ich habe mich angestellt wie ein Vollidiot. Wie der größte Vollidiot auf Erden. Das kann doch nicht angehen, dass ich gerade so schlecht gespielt habe. Halleluja. In den Stern. Danke. Dun. Wahoo, Stern erhalten. Geil. Na, Lubber, zeigst du mir jetzt, dass ich ein neues Ding erworben habe?
13 Sterne. So beluppt das. Ein paar Münzen aber auch. Ach, und da ist mir so ein Luma, der Sternteile fressen will. Hast du diesen Tod gesehen? Er babbelt die ganze Zeit etwas von Post und Brief vor sich hin. Geh mal rüber und sprich ihn an, dann hast du gemurmelt endlich ein Ende. Ah. Niemand mag Pilze. Niemand! Oh, du hast einen, Felsen mitgebracht. Klasse, du hast es echt drauf. Ganz unter uns, ich frage mich ernsthaft, wofür wir diesen ganzen Krempel hier sammeln. Ich auch. Das frage ich mich auch, aber es wird schon seine Gründe haben, oder? Alles hat seine Gründe. Wo ist dieser Würfel? Ich will den Würfel einmal machen. Wo ist der Würfel? Da. Und ein Leben, oder? Ja. Nice. Nice. Brief. Hey. Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nun ein Brieftoad. Ich stelle den Leuten... Bild. Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und stell dir vor, der erste... Bild. Brief ist für dich. Lieber Mario, ich bin sehr, sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Bis diesen Brief liegt etwas bei. Das kannst du hoffentlich gebrauchen. Deine Peach. Frage. Wie kann sie aus einem anderen Teil des Universums einen Brief herschicken? Und wer zu... Mal ohne Ernst. Wer ist der Postbote? Schniff selbst. Ich bin geschlagen. Schaffst du die Prinzessin noch wunderbar fürsorglich. Wie rührend. Also dann bis zum nächsten Mal. Wie geht das? Schreibt mal eure Theorien bitte in die Kommentare, das würde mich auch interessieren. Wie schafft es Prinzessin Peach, uns Briefe zu schicken? So, Riesenwasserfall-Galaxie. Gib ihm. Nimm ernst, wie schafft sie das, Briefe zu schicken von einer ganz anderen Galaxie oder wo auch immer sie ist? Raketenraser, dank Turbo-Pfeffer. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Ah! Ich erinnere mich. Das habe ich im Stream gemacht, wo ich die 19 Sterne geholt habe. Das war die Hölle. Ah! Oh Gott, nein! Die Musik ist super, aber trotzdem. Oh nein! Oh Gott! Guck dir das an! Ah. Oh Gott! Das ist schwierig. Und ich bin auch noch mit meiner Wii-Steuerung hier. Bitte, bleib mal da vorne. So ordentlich so sitzen. Dankeschön. So ist nice. Komm schon, geh hoch. Scheiße. Ich wollte eigentlich nur die Münze da holen. Ja, ja. Oh Gott. Geh hoch. Seht ihr, ich wollte nur die Münze da holen. Ich wollte nur die Münze haben. Lauf durch. So, here we go. Komm schon. Das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Mit dir immer so nebenbei betonen. Uiuiui. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, was den Rest des Paares machen. Sterben. Ganz, ganz oft sterben. Aber wir haben nur so wenig Leben. Nein. Nein! Yoshi, komm schon. Du nicht, Bro. Du nicht. Oh Gott. Da ist irgendwas. Möchte ich da hin? Möchte ich. Ich möchte da hin. Ich möchte da auf jeden Fall hin.
Woohoo! Weil hier gibt es Leben. Und Leben sind sehr gut. Kann ich hier in dem Level auf jeden Fall gebrauchen? Kann ich in dem Level auf jeden Fall gebrauchen? Oh, nein! Josh, Josh. Jetzt aber. Das ist echt nicht einfach. Gib ihm. Shit. Scheiße. Oh Gott, das ist echt nicht einfach jetzt. Mann, hab ich eben schon gesagt, dass es nicht einfach ist? Oh, Gottes Willen. Yoshi! Oh, dann ändert sich auch noch die Gravitation. Warum? Wenn man da springt, dann sollte man auch da... Naja. Man sollte da wohl nicht springen. Das ist dumm. Das ist auf jeden Fall dumm, dass sich denn da die Gravitation ändert. Okay, ganz locker bleiben, Mario. Und Yoshi. Vor allem Yoshi. Bleib du locker. Alter, nein. Ich habe nur 5. 30 Münzen. Verwandle ich mich? Lieber nicht. Hier gehe ich bestimmt nochmal rein. Mhm. Bin ich heiß drauf. Okay, ich habe auf jeden Fall die Kometenmünze geholt. Auch wenn das eigentlich gar nicht mein Ziel ist. Aber ich hab's. Ich hab's auf jeden Fall getan. So, jetzt holen wir den Stern. Hol 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 den Stern. Rum, 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 rum. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Nein. Hör auf, so zu zappeln. Oh, Gottes Willen. Da ist der Stern. Ich sehe ihn. Here we go. Hol ihn dir... Luigi, wollte ich gerade sagen. Hol ihn dir, Yoshi. Nein! Nochmal. Hol ihn dir, Yoshi. Nein! Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Hier wieder. Oh Gott, nein. Aber ich überlebe. Das war ein Ricky-Fail. Meine Damen und Herren, liebe Ladies and Gentlemen, Ricky-Fails in Perfektion. Nur heute, ganz frisch. Gottes Willen, was war das gerade? Nein! Okay, aber ich falle darauf. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich war so nah am Stern. Das kann doch jetzt hier nicht angehen, dass ich jetzt hier sterbe dabei. Nein! Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Oh Gott, das verkacke ich bestimmt hierbei, oder? Okay, 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 okay. Einfach nur einen Stern nehmen. Was leichter gesagt ist als getan, aber einfach nur noch einen Stern nehmen, okay? Nimm ihn dir. Go, Yoshi, Yoshi. Yes! 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 Huhuhuhu! Das war gar nicht mal so leicht. Das war gar nicht mal so leicht, möchte ich mal betonen. Huiuiuiuiui. Okay. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich aber... Das Spiel wurde gespeichert. Dann würde ich mal sagen, war es das für diesen Part von Super Mario Galaxy 2. Ich hoffe, er hat euch heute gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Let's Play Super Mario Galaxy 2. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö.